Rund 100 karrierebewusste Frauen und Frauen in Führungspositionen unter sich. Gut, ganz alleine waren sie nicht, doch sie standen im Mittelpunkt. Es ging um ihre Karrierechancen in der deutschen Wirtschaft. Und die sind in vielen Unternehmen ausbaufähig. Doch dabei sind Frauen unverzichtbar. Inzwischen ist es zum harten Wirtschaftsfaktor geworden, ob wir es uns weiter leisten können, Frauen von den Spitzenpositionen fernzuhalten, weil wir eben gerade auch in Führungspositionen zukünftigen Nachwuchsmangel haben. Und wenn wir nicht jetzt anfangen, Frauen zu fördern in den unteren Führungsebenen, dann wird es an der oberen Spitze eben bald sehr mau aussehen. Die viel diskutierte Frauenquote spielte bei der heutigen Veranstaltung natürlich eine Rolle. Sie würde helfen, so der Tenor, aber ein Allerheilmittel sei sie nicht. Ich glaube aber, dass wir nur dann nachhaltig eigentlich Frauen und Männern zum gemeinsamen Erfolg verhelfen können, wenn wir eben an der Arbeitskultur in den Unternehmen arbeiten, an der gemeinsamen Wertestruktur, an Arbeitszeitbedingungen, an dem Umfeld, in dem Frauen und Männer einfach erwerbstätig sind. Und dann quasi, wenn wir dort eine modernere Form finden, für beide eigentlich nur eine positive Entwicklung stattfinden kann. Insofern glaube ich, greift die Frauenquote zu kurz und sie alleine wird nicht reichen. Es kommt also vor allem darauf an, wie Politik und Unternehmen mit dem Thema umgehen. Doch auch die Frauen selbst sind gefordert. Also es ist weniger eine Angst, weiterzukommen, als vielmehr, was ich vorhin sagte, diese Selbstwirksamkeitserwartung. Dass wenn ich an der Spitze keine Frau sehe, kann ich schlichterdings keine Vision entwickeln, dass ich da hinkommen könnte. Wie gesagt, wenn ich eine Kanzlerin habe, dann ist es für mich durchaus denkbar als junge Frau, dass man Kanzlerin werden kann. Wenn ich aber einen rein männlich besetzten Vorstand habe, dann gibt es das in meinem Vorstellungsvermögen gar nicht. 100 Frauen, die weiterkommen wollen, waren es heute beim ersten Business Women's Day in Frankfurt. Nächstes Jahr werden es mit Sicherheit mehr sein.